ich finde es schön zu sehen, wie die Leute sich so weiterentwickeln und was sie auch aus Padawan mitgenommen haben. Zum Beispiel Hudi, der Micha. Hudi, Gang Gang PS3, meine Freundin, ja? An dieser Stelle mal den Gruß. Ich habe ihn ja auch real kennengelernt. Ich habe mir ihn wesentlich größer vorgestellt. Da kann man sagen, immer so groß, sondern steht ja neben mir hier so ein 1,50er. Nee, schon was größer, aber schon relativ klein. Ich habe mir ihn wesentlich größer vorgestellt. Und ja, wie soll ich sagen? Er ist erstens, und das finde ich krass, wirklich so verrückt drauf, wie er in seinen Videos macht. Das heißt, das ist nicht irgendwie geschauspielert oder so, wo man sagt, das gefällt mir nicht. Nee, er ist wirklich so. Und was ich krass finde, der hat schon eine Menge mitgenommen. Allein der Video Day im Movie Park. Video Day. Der Tuber Day. Im Movie Park. Der hat ihn, glaube ich, das war das erste Mal, ja, dass auch Leute zu ihm gekommen sind, Autogramme haben wollten, Fotos machen wollten. Und ich glaube, das ist so ein einprägsames Ereignis. Das kannst du für kein Geld der Welt, kannst du sowas bezahlen. Das ist so krass, dieses Gefühl, dieses Feeling. Das ist einfach nur Hammer. Und jetzt kriegst du Druck am Ohr, wie ich hier durch die Berge fahre. So. Besten Dank, weggelassen. Das finde ich wirklich krass. Ich denke, das hat ihn auch ein bisschen weitergebracht in seiner Art und Weise, wie er arbeiten soll. Und ich denke, das wird noch was. Rotak vorher schon eine brillante Qualität, gab leider nicht beim Tuber Day dabei. Iquax muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade, dass er rausgeflogen ist. Hätte ich gern mehr von gesehen, zumal das Yoda-Video, jetzt kann ich es ja mal so sagen, also aus der Vorrunde war Iquax mein Favorit und direkt dahinter kam Hell Gaming. Die beiden Videos fand ich einfach cool, konnte ich drüber lachen und hat Spaß gemacht. Und dann an Platz 3 war Dragonfly Games. Auch an dieser Stelle meine lieben Grüße. Gamescom, wie kommt ich ja überall? Doch, Gamescom habe ich sogar eine coole Überleitung für. Dragonfly Games habe ich auf der Gamescom das allererste Mal getroffen. Abgesehen von Skype. Werken, hier kann man nicht gucken. Ah, Italiener. Kleiner Funkenschieber. Wenn man das Kennzeichen LEVL sieht, dann denken die Nerds an Level und der Fortuna denkt an Level. Ich hoffe nicht weg ist. Auf jeden Fall Gamescom ist das nächste Thema. Heute ist Tag der kaputten Eckscheibe. Mann. Da fährst du mittags los, um so ein bisschen den Verkehr zu entgehen. Am Arsch! Aber gleich wird es reif. Gamescom. Ich werde jeden Tag auf der Gamescom sein, definitiv. Das finde ich auch so krass, wenn man so, ich bin liebend gerne auf der Gamescom, aber ich muss mal sagen, ich bin neidisch auf die kleineren YouTuber. Ich bin wirklich neidisch. So zum Beispiel so ein Puster. Weißt du, der geht da ganz gemütlich hin, schreibt seine 3 Autogramme, ja komm, hier auch ab, und zack, sieht den Kollegen nur noch an der Bierbude stehen. Richtig geil. Und du hängst dann, ja, hast so die riesen Traum um dich rum und siehst dann so die anderen hinterher rum. Genau das gleiche. Ah, da beneide ich die wirklich drum. Also, mein Aufruf zur nächsten Gamescom.
Nehmt euch mal mit, was die unterschreiben soll. Macht eine riesen Traube um die rum. Ja. Ja, auf jeden Fall jeden Tag werde ich da sein. Wo wirst du sein, Commander King? Ja. Weiß ich noch nicht. Habe ich die Möglichkeit, mit dir ein Autogramm zu machen? Ein Interview zu führen? Ja, wenn es da dementsprechend weil wenn ich da irgendwie barrikadiert werde, bringt es ja auch nicht viel. Ist auch ein heikles, aber hartes Thema, wo ich mir schon Gedanken drüber mache. Auch die Pikmini sollten, müssen wir mal so langsam mal drüber quatschen. Wie man das macht. Weil ich meine, die Pikmini, die haben dann locker über 1 Million Abonnenten, würde ich mal so sagen. Ja? 1 Million locker. Mehr noch. 1,2? 1,4? Irgendwie sowas, denke ich mal. Das ist eine Hausnummer. Da kannst du dich mal eben... Der Hadi, der kann sich jetzt schon mal einen Kampfanzug kaufen. Ja. So, Hammer Gamescom auch abgehandelt. Ist ein geiler Asphalt hier, auf dem ich fahre. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber er ist leise. So ein Flüsterasphalt gedöhnt. Zumindest umgangssprachlich, ob es jetzt wirklich so stimmt, keine Ahnung. Und ich möchte mich entschuldigen. Ich habe in meinem letzten Relive-Video, was ich auch von der Autobahn gemacht habe, habe ich mich ja so über die LKW-Fahrer beschwert, die überholen müssen und meh. Da möchte ich mich jetzt mal aufrichtig bei allen LKW-Fahrern entschuldigen. Einfach aus dem Grunde. Ich habe ja nichts gegen die Leute und ich weiß auch, dass die einen verdammt krassen und teilweise auch wirklich widerlichen Job haben mit enorm viel Zeitdruck und das ist wirklich schon krass und das tut mir auch leid, aber ich finde, wenn man hingehen soll oder wenn man hingehen würde und würde sagen, okay, für LKW würde es ein Überholverbot geben. Ich bin der Meinung, ob das den Speditionen nicht so ein bisschen den das Zeichen gibt, ey, gib deinem Fahrer mal ein bisschen mehr Pausen, ein bisschen mehr Zeit. Also das ist wirklich schon krass, was die da teilweise, hier fahren wir die, was weiß ich, 2000 Kilometern in der Fahrt. Beeilig. Was fahren die? Weiter an? So, jetzt müssen wir gleich aufpassen, jetzt gleich geht auf die A1 Richtung Bremen. Ja, aber nur kurz. Und wenn ihr auf der 46 seid, am Ende der 46 hier, kurz vor der Auffahrt, ist Ablitzer. Ablitzerchen ist da. Da warte gerne mal Fotoschen. Sollen wir mal ein YouTube-Foto machen? Für YouTube. Nein, machen wir nicht. So ein Scheiß haben wir. Fangen alle 100 km/h, nur mal so zur Info. Wir werden auch gleich sicherlich noch mal ein Meterchen schneller fahren können, das kann ich euch versprechen. Weil nachher, wenn wir die 46 verlassen haben, da ist da keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr, da geht das. Und da wird er hoffentlich nicht so viel Verkehr sein. Nicht so viel Verkehr sein, hat doch jeder verstanden, oder? So. Hier ist so eine Passage auf der 56. Wir sind jetzt quasi im Freien und links ist so ein überdachter, weiß ich nicht, erinnere mich jedes Mal, wenn ich hier lang war, an die Verspiel. Da geht es um. Oh. Machen wir jetzt gleich. 50 Minuten. 50 Minuten, Freunde, und ihr guckt immer noch. Daumen hoch für euch. Finde ich krass. Was schmieren denn meine Scheibenwischer so? Also zu wenig Wasser. Wasser!
Herr Gott! Bitte! Wir brauchen Wasser! Jetzt ist Feierabend, jetzt ist... Und eine Lache wie Woody Woodpecker gerade. Kein Name. So. Nudele. Ich habe ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, was nicht für diese Autobahn gedacht ist. Ach ja, das Wetter. Auf jeden Fall, Amerika steht ja schon fest. Ich freue mich da wirklich, weil da geht es dann so ab 20 Grad, aber steiler aufwärts bis, ich glaube, 40 Grad. Ich glaube 40 Grad oder 45 Grad werde ich da teilweise auch schon haben, schön in der Wüste. Irgendwas, wo ich ein bisschen Respekt vor habe. Aber so, grüße die Leute aus Haslinghausen. Tut mir leid, dass wir in Haslinghausen wohnen. Beziehungsweise kann ja sein, dass Haslinghausen schön ist. Der Name. Ronny aus Bockhöfen. So. Jetzt gleich verlassen wir die A46 und werden auf die H1 fahren. 70 ist er da. 70 oder Foto heißt es hier. Und der Kollege, was ist ein SST als Kennzeichen? Da ist er. Der Blitzer. Wird er sein. Oh, A1 sieht voll aus. Das ist die Info. A1. Euskirchen Richtung Köln. 3 Kilometer auf Stockendorf Verkehr. Osnabrück Richtung Bremen. 5 Kilometer auf Stau. Kassel Richtung Dortmund, Ausfahrt gesperrt, die brauchen wir eh nicht. Dortmund Kassel, Einfahrt gesperrt, da passen wir rein. Das sieht ja gut aus. Jetzt fahren wir auf die A1. Und sieh da, die 1 ist frei. Wieso fahre ich hier eigentlich auf der Fläche? Fahren wir jetzt mal drauf, ne? Reicht. Jetzt regnet es noch mehr. Wird, glaube ich, für euch dann nur lauter. Da, Nedelsumpf. Das haben wir 15 Minuten. Jawohl. Ich würde sagen, eine Stunde reicht da, oder? Erstens muss ich mal ein bisschen Musik hören. Zweitens darf ich euch die Musik nicht vorspielen. Nicht, weil sie verboten ist, nee, sondern weil ja, ich dafür nicht die Lizenzen habe. Und drittens habe ich eine Sucht, die ich befriedigen möchte. Die Nikotinsucht. Irgendwie die E-Kippe. Das Problem ist, ich habe eigentlich eine andere E-Zigarette, das ist jetzt so mein Ersatzmöhrchen hier. Wo hat der mich denn überholt? Captain Beule. E-Zigarette ist auch keine Shisha.
Und auch wenn die Leute sagen, die ist schädlich, raucht dann sicher schädlich. Wenn ihr nicht raucht, fangt nicht an zu rauchen, ihr seid dadurch nicht cooler oder werdet mehr Freunde finden oder so ein Scheiß. Bullshit. Lasst es sein. Weil ohne Witz, Rauchen ist so eine krasse Sucht, die man so unterschätzt. Das ist wirklich hart. Meine andere E-Zigarette ist kaputt gegangen. Und das ist ja schon wirklich so ein Apparillo-Gedöns, der mal richtig Feuer hat. Aber es reicht nicht ganz. Da fehlt der Wille. Vor mir fährt der neue A6. Finde ich auch schön. Aber der kostet dann nochmal ein paar Münzen mehr. Wobei vom Äußeren so krass unterschiedlich sind sie nicht. Das Interieur sieht es halt nur nochmal ein bisschen schöner. Da muss ich sagen, finde ich, ist Audi sehr weit vorne. Also was das Interieur angeht, Audi hat sich an sich eh gemacht so in den letzten 10 Jahren. Da war vorne, war immer so Mercedes, kam dahinter BMW. Ich muss für meine Verhältnisse sagen, so wie ich das Ganze sehe, ist Audi momentan so mit der Führende. Warum kein Dodge Charger? Vielleicht wird das der eine oder andere fragen. Hat mehrere Gründe. Ich wollte gerne den Dodge Charger haben von 1969. Finde ich ein richtig geiles Teil. Schöner Big Block, schön blubber blubber. Und da haben wir auch schon das Problem. Die amerikanischen Karren, die erstmal hier im TÜV zugelassen bekommen, kein Thema. Damit ein grünes Plakettchen zu bekommen, da wird es schon schwieriger. Und dann der wichtigste Punkt, der Sprit. Der Sprit, Freunde. Ich verbrauche jetzt hier mit der Karre 8 Liter. Wenn es hochkommt. Also, ja, 8 Liter. 8 Liter ist gut. Kann ich ja nachgucken, warte mal. 7,2 Liter momentan auf 100 Kilometer. Das ist für das Gewicht der Karre, inklusive dem fetten Romana, dann für die Leistung, die das Gewicht hat, super geil, perfekto mundo, muchas gracias. Danke an die Ingolstädter. Und bei einem Dodge wäre ich jetzt bei gemütlichen 110, wäre ich bei 14 Litern. Und wenn du dann einmal hier den machst, kannst du schon direkt eine Patenschaft zu einer Ölförderpumpe in Kubinistan beantragen. Ne. So. Ich fände es auch ziemlich nice, wenn einer, hätte ich am Anfang des Videos mal sagen wollen, so eine Art Inhaltsverzeichnis erstellt. Finde ich cool. Aber muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. In der Zeit. Ja, die Zeit. Zeit ist momentan wirklich ein krasses Problemchen geworden. Aber ich verspreche euch, werden auch wieder mehr Livestream kommen. Ich habe ja schon so ein bisschen angefangen. Aber COD, das macht mal überhaupt keinen Spaß.
Könnt ihr euch erinnern an unnützes Wissen mit dem Buchstaben H? Da war ja das Thema Autobahn, dass die Autobahnbrücken eine Nummer kriegen sollen. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht mal so schlecht oder so verkehrt. Nur das Problem ist, und jetzt sind wir bei einem wirklich wichtigen Punkt, wir haben so viele Brücken in Deutschland, so viele Autobahnbrücken, das ist ja ein riesen Projekt. Da muss man verschiedene Länder beauftragen mit der ganzen Scheiße. Das was wird, weiß ich nicht. Ich hoffe auch, dass der Ton in Ordnung ist, Freunde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eben noch in, als wir so durch die Innenstadt gefahren sind, auf jeden Fall in Ordnung sein müsste. Wie es jetzt aussieht, kann ich nur sagen. So, 1,5 Stunden brauche ich noch ungefähr. 170 Kilometer? Das war schneller. Ich meine einfach mal weiter. Vielleicht mache ich noch ein Video vom Rückweg. Keine Ahnung, ich weiß. Ich habe auch mal überlegt, da muss ich ehrlich sagen, da fehlen mir so ein bisschen die Eier. Die Eier! Ich habe wirklich überlegt, die GoPro mal aufs Auto vorne rauf zu stöpseln oder so. Und dann damit mal irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, wo ich dir so ein Buggy und drehst das mal so durch so ein Geländescheiß. Hätte ich mal Bock drauf, aber ich schleife doch so ein bisschen an diesem Saugnapf-Gedöns. Ja, der hält auch auf Helmen und so, aber jetzt mal ohne Witz, wenn er 250 fährt auf der Bahn und pup, die Kamera ist weg, die findest du nicht mehr wieder. Ob das Gehäuse das aushält, glaube ich schon. Und ich glaube, dass das Gehäuse wirklich das aushalten könnte. Also glaub, davon gehe ich aus, dass es das aushält. Aber man muss sich mal vorstellen, 200. So. Jetzt, du weißt ja auch nicht, jetzt fahr jetzt erstmal auf der Autobahn. Du kannst das Ding nicht vorne mitten auf die Motorhaube machen, weil sollte... Weil sollte die wirklich dann abfallen, schleudert die voll in die Frontscheibe. Ist kacke. An der Seite sieht man nicht, wenn sie abfällt beispielsweise. Also, Bereiche, auch wenn ich gerne schnell fahre oder so, aber hier vorne jetzt gerade die Ecke, das ist für mich ein Bereich, da kann man gerne, es ist momentan keine Geschwindigkeitsbegrenzung, da kann man wirklich gerne eine hinbauen. Aber ich bin jetzt gerade mit 210 da hochgekommen in diese Ecke, mehr als 150, vielleicht mit dem Porsche oder so, das war in 160, 170 dadurch. Damit ist aber schon kritisch. So, also da kann ich dann verstehen, da eine Geschwindigkeit zu bremsen zu ballern. Eine Menge los auf Deutschlandstraßen. Muss man mal so sagen. Was haben wir denn jetzt auf dem Zeit? Eine Stunde, Jetzt zeigt er nach einer Stunde, zeigt die GoPro das Ganze nur noch im Minutentakt an. Also nicht mehr Minuten, Sekunden, sondern Stunden, Minuten. Kilometer fahren wir auf die A44 Richtung Brunner.
ich muss mal Richtung Kassel. Dann machen wir schön zum Drehbezeichen. Ich finde, die deutsche Autobahn könnte viel mehr Werbung machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr mal in Amerika wart, aber wenn ihr da über so einen Highway fahrt, habt ihr recht so viele Schilder mit irgendwelchen Werbungen, Reklamen. Ich finde das schön. In einer gewissen Art und Weise muss ich wirklich sagen, ich finde das schön. Finde ich, könnte man hier auch machen. Geschäften sehen. Als YouTube. Sehe ich hier und Dinge kommen, die von da und fern, die fahren an mir vorbei, denn sie mögen Game Inside gern. Ah. Ja, ja. An mir ist schon ein Minnesänger verloren gegangen. Genau. Was ich auch widerlich finde, oder was heißt widerlich? Ihr kennt ja sicherlich diese Kette Nordsee. Allem Fischgedöns und so. Das ist sowas am Rad, das ist irgendwie krass. Auf Burger King oder so Scheiße. Ich weiß nicht, wie. Ich bin mit meinen Eltern früher wirklich viel in Urlaub gefahren. Und wenn es lange gedauert hat, so nach Italien oder so, hat man immer irgendwo Rast gemacht und die erste Rast waren immer irgendwie so selbstgemachte Brote von Mutter, irgendwie mal ein Brötchen irgendwie und dann irgendwann, wenn der wirklich Heißhunger kam, dann irgendwie an einer vernünftigen Rast verkauft. Ich fand das cool, dass es da kein Nuggets oder Burger King gab. Ich finde das so ein bisschen, ja. Was gibst du mir Lichthupe, Alter? So. Habt ihr gesehen, ist das drauf? Ich werde hier Folge von... Nein. Wetter wird jetzt echt kacke, beziehungsweise die Autobahn ist auch scheiße. Es gibt nur einen neuen Asphalt. Den gibt es auf der A57. Köln Richtung Düssel oder Köln Richtung, ja, Köln Richtung Neuss. Köln Richtung Krefeld heißt es ja im Verkehrsjargon. Da gibt es einen wirklich geilen Asphalt. Der wirklich so das Spritzwasser, sorry, ich weiß nicht, was der Asphalt kann, ob der wegbläst oder so, ist ja auch Schnuppe, aber es finde ich einfach nur cool. Und wenn ich jetzt so hier nach vorne schaue, das ist schon krass. Also ich kann jetzt, 250 Meter kann ich noch schauen. Kommt so ein bisschen die Helligkeit von der Sonne. Was ich da auch nicht verstehen kann, dass der Vordermann von mir ohne Licht fährt. Finde ich so krass. Und dafür ist so eine Auto-Einschaltfunktion schon wirklich, ja, wichtig und notwendig. Wir fahren jetzt erstmal hier auf die A44 Richtung Brunner. Beziehungsweise Richtung Kappe. Brunner, Dortmund, Kassel, Paderborn.
erklärt er mir, wie er mit der Lichtsuche. Und aus Unna, der Kollege. Autobahnpolizist. An mir ist auch ein geiler Autobahnpolizist verloren gegangen. Wobei die LKW sind mir egal. Die ganzen Verkehrssünder. Die ganzen Linksschweine. Die irgendwie auf der linken Spur rumfallen müssen und nicht rüberfahren. Bam, 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 bam. So. A44 die Gudon. Finde ich auch eine sehr, wie gesagt, habe ich eben glaube ich schon gesagt, finde ich auch eine sehr schöne Autobahn. Macht so Spaß drauf zu fahren. Auch nachher, wenn es dann so ländlich wird, finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Das finde ich auch auf der, was ist denn das? A7, A9, in der Unterrichtung München fährt oder so, finde ich auch extrem schön zu fahren. Rüber, Minio. So. Rüttenberg an der Ruhr. Henry Blumenfeld.